Wer hat die coolsten News in Deutschland? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 10 News. Heute haben wir was ganz Exklusives am Start, denn es ist ein wirklich besonderer Tag. Das dritte Mal Mighty gegen Cynic. Und zwar heute um 16 Uhr live auf YouTube und Twitch auf dem Banger Channel. Um 16 Uhr startet das Ganze, da gibt es dann noch ein paar kleine Shows vorher, bis das ganz dicke Battle losgeht. Im Vorfeld haben die beiden sich schon mal ganz gut bekriegt und ein paar Sachen hin und her geschickt. Ich habe da was ganz Interessantes auf Instagram vom Mighty gefunden, der ein paar ausrangierte Battlelines, die es nicht ins Hauptbattle geschafft haben, uns präsentiert. Die hauen auch trotzdem schon mal ganz gut rein. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was Mighty so zu sagen hat. Yo, Cynic, was los? Halt die Fresse, du Spast. Wie oft soll ich dich noch töten? Was ist das hier? Walking Dead oder was? Was denkst du dir, du Oberknecht? Du bist noch lange nicht Apache, bloß weil ein halbes Hemd in deiner Hose steckt. Hör auf so zu tun, als ob du der Bessere wärst. Die Frage, wer der Champ ist, war nach unserem ersten Match schon geklärt. Und am Donnerstag rächt sich das Karma, du vercrackter Versager. Besser, du machst Rückzieher wie Captain Tsubasa. Streng dich an, Junge. Im Krankenhaus liegt ein kleiner, verkrüppelter Junge, der hofft, dass du gewinnen wirst. Woher ich das weiß? Ich hab den kleinen Bastard zum Krüppel geschlagen, weil er kam an mit Cynic-Merch. Junge, wenn ich 5 Liegestütze mache, sehe ich aus, als würde ich Steroide nehmen. Junge, wenn du 5 Liegestütze machen willst, musst du Fotze dafür erstmal auf die Knie gehen. Du willst das Taschengeld von jedem Kind, das dir folgt auf Twitch. Du nutzt so viele Minderjährige aus. R. Kelly wäre stolz auf dich. Junge, ich gebe dir erst eine Faust und werde dann auf deine Brille treten. Was willst du machen? Das einzig harte Pflaster, was du je gesehen hast, hattest du als Kind auf deiner Brille kleben. Cynic, ich werde deine Mutter ficken und dann zurück in die Heimat fahren. Als würde ich dein Vater sein. Flair, soll ich dir meine Bankdaten schicken oder hast du die 10k in bar dabei? Natürlich hat auch Mr. Respektlos im Vorfeld ein bisschen seinen Mund aufgemacht. Sich erstmal darüber beschwert, dass es einige Hate-Nachrichten gegeben hat. Hat das Ganze aber ganz cool und ironisch auch irgendwie aufgebaut, wie er sich aufs Battle vorbereitet. Ich würde sagen, wir schauen uns auch erstmal kurz an, was bei Cynic vorher ging. So, schön im Urlaub hier im Apartment, alles nice, mit der Familie, im Joker gewesen, schön trinken, oh, quatschen. Ja, wollen wir mal gucken, was ich so für Nachrichten bekommen habe. Ja, dann würde ich sagen, kann der Tag erstmal losgehen, ne? Machen wir erstmal Frühstück. Dank euch. Ja, lasse ich mir jetzt hier die, wir haben so eine schöne Zeit hier, ne? Und da schreiben mir einfach Leute solche Sachen. Weißt du, so ärgerlich ist das doch. Aber ich bleib positiv. Positive Vibes. Also, ich gehe jetzt erstmal einkaufen und dann werden wir erstmal richtig schön frühstücken. Und morgen früh muss ich einfach wegfliegen, um einfach so einen Eierkopf zu beleidigen. Ich hab da gar keinen Bock drauf, Mann. Ich hab zum dritten Mal die Vollnase. Minus Bock. Ja. Also, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sei mal ruhig, der Kurs. Der Papa muss hier sich aufs Battle vorbereiten. Yo, yo, hey yo, Mighty, was willst du mir erzählen? Nein, hatte ich schon. Ich hab tausend Samurai bei Twitch. Bin bei Twitch erfolgreich und du hast. Also, Kacke. Herzlich willkommen in der. Könnte echt knapp werden. Natürlich alles nur Spaß, Alter. Ich bin clean as fuck, Bier ist alkoholfrei, Cero Cero, alles gut. Jetzt geht's nach Hause, Text lernen und dann morgen in alter Frische wird in Düsseldorf zerfetzt. So, eigentlich schon mal ganz geil, aber es geht ja noch weiter, denn Mighty meldet sich dann zu Wort, dass seine Story wohl gelöscht worden ist.
geht irgendwie um die Instagram-Richtlinien. So genau wusste man das nicht. Auf jeden Fall war die Story nicht mehr zu sehen. Wir haben die natürlich nochmal gesaved, damit ihr auch das sehen konntet. Dann kam aber natürlich auch noch eine Vermutung, warum die ganzen Sachen gelöscht worden sind. Und zwar soll angeblich Cynic, der laut Mighty zu Hause sitzt und über die Kommentare weint, dann auch noch dafür gesorgt haben, dass die Story gelöscht wird. Ob das der Wahrheit entspricht, kann ich euch nicht sagen. Ist Mightys Vermutung. Er beschwert sich dann noch ein bisschen darüber, dass Cynic weinerlich ist und dass das generell sein Problem wäre. Aber auch dazu haben wir natürlich die Videos am Start. Irgendwer hat meine Stories gemeldet, ja? Die Bars sind weg, Instagram hat die gelöscht, verstößt gegen unsere Richtlinien. Was für Unsinn. Guck mal, Cynic ist so ein Bastard, Junge. Er hat bestimmt meine Stories löschen lassen. Jetzt ist er im Urlaub und postet so, was er für schlimme Nachrichten kriegt, so, ne? Sagt so, oh, guck mal, was ich für schlimme Nachrichten kriege. Als ob ich nicht solche Nachrichten kriege, Junge. Denkst du, bist der Einzige? Weißt du, warum ich das nicht mache, so wie du? Oh, guck mal, was ich für Nachrichten... Weil ich kein Mitleid suche bei den Menschen. Ich will keine Sympathie durch Mitleid erregen. Ich will Respekt. Respekt findest du nicht, wenn du Mitleid suchst. Das ist dieselbe Nummer wie immer. Oh, Call hat in meinem Park gequatscht. Nee, ich mach nicht mehr weiter. Damit dich alle bemitleiden und Sympathie für dich entwickeln. Du bist so ein Lappen, so ein Bastard, Junge. Und was, du hast keinen Bock auf das Battle? Ist das so eine Strategie? Nachher hast du den Übershit am Start. Ach, ich glaube nicht, Alter. Ich weiß, warum du keinen Bock hast auf das Battle. Alle wissen das. Aber warum nimmst du es dann an? Warum machst du etwas, auf das du keinen Bock hast? Aus demselben Grund, aus dem du alles tust, was du tust. Wegen dem Geld. Ekelhafte Missgeburt. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Ich bin mal gespannt, wie das Battle wird. Wenn so viel Feuer im Vorfeld da ist und so krasse Lines schon verschossen werden, dann kann es eigentlich nur gut werden. Ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze stattfinden? Gibt es da überhaupt eine richtige Crowd? Wird die Stimmung da sein? Wir wissen ja auch noch gar nicht, welche Judges am Start sind. Überlegt doch mal selbst, welche Judges würdet ihr denn da gerne sehen wollen? Und meint ihr auch, dass da Battle-interne Leute sein müssen? Können das auch wieder nur Leute aus der Musikszene sein? Wir wollen ja auch nicht, dass sich da nachher wieder irgendjemand beschwert, dass das Battle falsch entschieden wurde. Und wir wollen natürlich auch, dass es szenerelevant bleibt. Ist auch die Frage, ob jetzt der Hashtag 30amighty zu Realness wird und er das Ganze verwirklichen kann. Oder ob Cynic es schafft, seine riesengroße Angriffsfläche auszukontern und jetzt einfach oben einen richtig draufsetzt und das ganze Ding für sich entscheidet. Wir werden auf jeden Fall nach dem heutigen Tag schlauer sein. Gibt's die 10.000 Euro im Bar auf den Tisch oder nicht? Wer gewinnt das Ding? 3-0, 2-1, keine Ahnung, ich freue mich drauf. Das war's mit den Top 10 News. Ich bin Nice. Kommentiert, abonniert. Klickt die Glocke. Wir sehen uns.